Hallöchen, Freunde der metallischen Musik. Es geht wieder los. Es ist Festivalzeit. Es geht wieder zum Rockharz. Wir sind soweit schon fertig. Es geht auch dann bald los. Mein Papa kommt dieses Jahr endlich wieder mit und packt gerade noch so das letzte Zeug in sein Auto. Ja, und dann geht's auch schon los. Ich freue mich. So, wir sind jetzt in Ballenstedt am Rewe und warten noch auf die anderen. Papa ist auch endlich wieder mit dabei und mein Freund. Wir sind ja dieses Jahr leider nur zu sechs, weil viele abgesagt haben. Aber ja, wir gehen jetzt erstmal in Rewe und dann geht's auch zum Rockhaus. Beste Investition. Wie erwartet stehen wir jetzt bestimmt noch mehrere Stunden im Stau, obwohl es echt nicht mehr weit ist. Also da hinten ist halt auch schon die Teufelsmauer. Und das Rockhaus ist halt direkt daneben. Aber es wird noch eine ganze Weile dauern, weil halt jetzt jeder anreist. Wir haben übrigens noch einen Kumpan besorgt. Wir sind uns noch nicht sicher, ob sie Rosalinde heißt oder er Crispy Bacon. Aber wahrscheinlich eher Chris. Langsam nähern wir uns und wir haben unsere Nachbarn auch Lüge. schon gefunden. Wir haben gute Musik. Freue mir. Mittlerweile sind wir bei 7 Stunden Anreise für einen 2 Stunden Weg. Wir sind da und werden jetzt gleich eingewiesen. Nicey Scheißy. Und auf geht's. Hui! So, wir sind angekommen nach 8,5 Stunden Anreise. Haben jetzt unser Zelt aufgebaut, das steht. Genau, eins mit Schläuchen. Unser Riesenpavillon steht. Und wir haben uns noch mit ein paar anderen zusammengetan. Einer, der hat hier so einen richtig geilen Wagen, wo richtig Anlage drin ist. Und ja, wir haben halt einen großen Pavillon mitgebracht und haben auch mehrere Tische jetzt. Und ich denke, das wird eine lustige Runde. Dieser Anreise ging mir tierisch auf der Nüsse. Ja. Wir holen jetzt unsere Bändchen. Und wir haben jetzt doch noch ein privates Dixie ranbekommen. Von einem Bekannten von unserem Camp. Aber die kommen erst morgen. Aber die öffentlichen Dixies sind zum Glück auch nicht so weit weg. So, guten Morgen, Leute. Es ist ein wunderschöner, sonniger Morgen. Du sagst gar nichts, du machst immer nur den. Was soll ich Ihnen sagen? Hallo. Hallo. Wir haben unseren Morgen begonnen mit einer Morgenlatte. Also Captain Morgen und Latte Macchiato gemischt. Jetzt gibt es Radler, dann werden erstmal die Dixies aufgesucht. Wir hätten eigentlich ein privates Dixie, aber da gab es gestern keine mehr, weil wir so spät angekommen sind. Und heute haben wir auch sehr viel Zeit, bis so die ersten Bands anfangen und deswegen gehen wir heute wahrscheinlich nochmal auf die Teufelsmauer. Ja, wir schauen mal. Und bin heute schon mit der Sonne aufgemacht. So, wir holen jetzt unser privates Dixie, es ist soweit. Ich halte es hier für meinen Freund, denn ich bin unfähig, irgendeinen Muskel einzusetzen, von daher halte ich das Bier. Du machst das super, mein starker Mann. Wunderschön. Ich helfe mit. Ja. Ich schaff das schon. Wofür hat man denn Männer? Ihr seid einfach zu schnell für mich. Jawohl. Sehr gut. Sehr fein. Wir haben Spaß mit. So, wir gehen jetzt zur Teufelsmauer hoch, weil wir noch Zeit haben. Ich hoffe, es regnet nicht. Es sieht nämlich ein bisschen so aus. Mal schauen. Naja, solange Verpflegungsbier da ist, passt das. Auf geht's zur Teufelsmauer. Die haben mir die Wege ein bisschen umgelegt. Deswegen haben wir den nicht so steilen Weg nicht gefunden. Jetzt müssen wir doch den steilen Weg laufen. Die können jetzt schon nicht mehr. So, wir sind jetzt nochmal, haben kurz einen Abstecher in die Höhle hier gemacht, diese Bar, die wir letztes Jahr entdeckt haben. War wohl privat schon in Benutzung.
Auch wenn ich mich hier, glaube ich, nicht reinsetzen würde, so zum Chillen. Wenn es draußen regnet, bist du froh, dass es sowas gibt? Ja. Ich wollte hier ein Huhn. Ich wollte hier ein Huhn. Zum Glück, ja, einfach hoch. Helmer sagt ja. Wir haben es geschafft. Wir haben zwar den langen Weg genommen jetzt, aber haben doch eine Abzweigung gefunden. Jetzt sind wir total gut. Sehen. Wir wollen ja nicht den guten Pfand wegkriegen. Ihr seid gute Menschen. Eine Aussicht, das ist der absolute Wahnsinn. Nice. So, Hellraiser Leipzig ist auch dabei, sehr schön. Hellraiser immer zu empfehlen, könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Nicht alles auf Rockhards gibt, jetzt gibt es hier sogar Masseure. Was ist das denn alles? Ja. Wahnsinn. Wir sind weiter vorne. Dankeschön, wir sind die Gardiner-Band. Wenn ihr kommen wollt, dann ruft ihr einfach. Spielt den selben Song nochmal! Das Infield ist geöffnet. Ah ja, das Mutantenstadel, da war ich noch nie drin, da will ich heute unbedingt mal rein. Also nicht heute, aber dieses Festival auf jeden Fall. Wo ist denn Mami gehabt? Da ist er. Baby! Gleich zu Ex-Horde und ich wollte euch noch mal kurz zeigen, was wir als Kämpferschönerung gekauft haben. Dafür haben wir noch eine an der anderen, am anderen Ständer. Hui! Sagen mögen. Ich trinke jetzt noch eine Morgenlatte. Oh Gott, wie sehe ich denn aus? Trinke ich lieber als Kaffee. Auf dem Festival. Für uns ja nicht übertreiben. Also wir haben jetzt 3 Stunden genutzt, so ein bisschen zum Schlafen, so ein bisschen schnuffeln, zum Energietanken. Weil jetzt sind wir eigentlich bis nachts nur noch auf dem Infield gleich. Gleich kommt noch SLA Dying. Und dann kommt Mono Inc. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt sehen. Noch um uns dann was zu essen. Vorhin hatte ich richtig geil Chili Cheeseburger und Veggie, also mit so Gemüsepatty. Richtig nice. Und dann kommt Blind Guardian und dann steht im Programmheft zwar der Surprise Act, aber auf Facebook stand irgendwie, dass der erst Freitag kommt, weil Soulwork irgendwie ab oder Soul irgendwas abgesagt hat. Ja, weiß ich nicht, ob er jetzt heute kommt, weil es ja im Programmheft steht oder dann doch erst Freitag. Mal gucken, wir werden es sehen. Wir wollen einfach nicht aufstehen. Guck mal, Papa ist geworden. Der hat einfach seinen Kopf im Fußende. Aua. Das ist doch voll, oder? Jesus. I am.
und deswegen nicht, also. Kommt der Surprise Act, ich bin mal gespannt, wer es ist. Ja. Dann wäre ich aber auch ein Kitz. Ja. Weißt du? Ja, nix. Ja. Geil, Klokator. Einfach Klokator. Gestern stehen geblieben. Ah genau, ja. Ich hatte euch ja gesagt, dass wir zu SLA Dying gehen. Die haben wir dann leider verpasst. Die haben zwar auch zu spät angefangen, aber da war dann irgendwie der Schlaf trotzdem wichtiger. Dann sind wir später hingegangen, haben noch Mono Inc. mitbekommen und uns was zu essen geholt. Aber Mono Inc. war halt gottlos scheiße. Ja, dann kam Planet Guardian und da sind wir dann irgendwann hintergegangen und haben uns auf die Wiese gesetzt, weil mir das einfach zu viele Menschen waren. Da bin ich leicht panisch geworden. Ja, und dann kam ja der Surprise Act, da war ja, bis die aufgetreten sind, nicht klar, wer das ist und da war es halt einfach Knockator und das war schon ziemlich nice. Also, ja, und dann sind wir aber auch nur noch ins Bett gefallen. Und heute wird auch noch härter, weil eigentlich ab 15.15 Uhr gibt es nur zwei Bands, die wir nicht sehen wollen, bis 1 Uhr nachts. Ich glaube nicht, dass wir das durchhalten werden, aber wir können es ja wenigstens versuchen.
bis Donnerstag, die Mitte des Festivals, heißt eine Dusche war für dich. Letztes Jahr war ich in so einer Massenkabine, da war es auch kalt und jetzt war ich in einer Einzelkabine und es war auch eiskalt. Ich wäre fast gestorben, aber naja, jetzt bin ich zumindest erstmal wieder sauber bis Sonntag zur Abreise. Bis dann wieder duschen geht. Papa bleibt dreckig und er ist stolz drauf. Wir sind nicht hässlich, wir stinken bloß. Jetzt noch. Gerade spielt Fiddler's Green zu Ende und dann kommt, glaube ich, Mr. Hervey und die Hervey und die Pulveraffen. Aber die wollen wir jetzt nicht unbedingt sehen. Wir gehen dann zu den apokalyptischen Reitern wieder vor, aber in der Zwischenzeit grillen wir noch, also beziehungsweise Manu und Papa grillen. Ich hole mir dann dort irgendwas. Ich habe irgendwie noch nichts zu essen aufgenommen, was ich mir geholt habe, ne? Gestern habe ich mir so einen Käsedöner mit Bohnen und Möhren geholt und Mango. Nee, was war das für Soße? Honig selbst, das war so geil. Und mit Halloumi. Jedenfalls apokalyptischen Reiter kommt zunächst. Dann kommt Hämatom, weil wir wieder nicht sehen. Ja, Käsedöner hatte ich gestern. Heute hole ich mir einen Crepe, glaube ich. Festival ist halt einfach auch zum Fressen da, ne? Wenn du denkst. Ja. Dinitiv. Dinitiv. Das Identifikation. Identifikation. Es ist Obst im Haus. Das ist eigentlich, wollen wir heute Bands bis um 2 morgens sehen, also alles entspannt, weil wir müssen Energie saven, weil sonst schaffen wir es nicht bis dahin. Ich bin ganz schön betrunken, ich glaube, das merkt man mir an. Und vielleicht noch ein kleines bisschen high. So, ich habe Tourette, ich darf das. Ja, Chilli Milli. Hieß Papa ist auf Klo und jetzt kommt er nie mehr raus. Jo. Der war gut. Gott zum Donnerstag. Ich hab ganz vergessen, wie laut der Hals ist. So, jetzt lasst uns mal einen kleinen Schwanzvergleich starten. Hier zu meiner Linken, zu eurer Rechten. Das Heer des Rudi gibt mir ein donnerndes. Kompanie Hauptmann, donnerndes Haar. Das können wir überbieten. Finde ich nicht. Ha! Das ist mal ein Schwanzvergleich. Schau mal, meiner ist aus Metall. Rockart, wir sind bereit für euch. Das
Das ist die letzte Nacht vor der Schlacht. Die Ultima Nocte! 1, 2, 3, 4. Ja, 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 ja
Internet. Ich hab's ja noch nicht mal angerufen. Ich hab hier kein Internet. Ich kann auch niemanden anrufen, gar nichts. Ja, jedenfalls, heute ist jetzt Freitag. Heute gibt's auch. Also, wir haben gestern logisch nicht alles geschafft, was wir sehen wollten. Aber das, was ich unbedingt sehen wollte, habe ich gesehen. Und heute verteilt sich es ein bisschen besser so über den ganzen Tag. Was ganz gut ist, dass wir vielleicht zwischendurch mal schlafen können. Ja, wir haben kurz vor dem Festival noch eine neue Luftmatratze gekauft, weil wir keine hatten. Also Papa hatte nur eine kleine und wir hatten da gar keine. Ja, ein, zwei Nächte drauf geschlafen, nee, eine Nacht. Und sie war dahin. Dann hatten wir ein riesengroßes Loch drin, richtig dämlich. 40 Euro für so ein Scheißteil ausgegeben und dann ist er immer kaputt, naja. Jetzt haben wir uns ein paar Decken drunter gelegt und liegen jetzt aber auf dem blanken Boden. Aber ja. So, wir gehen heute jetzt schon ein bisschen eher runter. Und zwar zu Children of Grotesque. Yeah. Wären wir eigentlich nicht hingegangen. Aber als Knorkator gespielt haben, hat er das Mikrofon quasi an seinen Sohn übergeben. Der hat richtig geilen Scheiß da fabriziert. Und dann hieß es ja, der hat eine Band, die heißt Children of Grotesque und die spielen jetzt heute Freitag hier. Von daher wollen wir uns das mal anschauen. Und danach gibt's Frozen Joghurt. Yeah. Hier ist jemand gestorben. Oh no, eine Schnapsleiche. Den Penis fotografieren. Filmen. Wir haben jetzt noch ziemlich lange gechillt und gehen jetzt alsbald vor zu Septic Flash. Ich habe festgestellt, meine Hand hat schon gut Bräune gefasst, wenn man hier mal so unterm Bändchen sieht. Und da jetzt wird drinnen mit. Achso, übrigens, wer mir auf Instagram nicht folgt, hat verpasst, dass wir jetzt verlobt sind. Scheiße. Jetzt war ich raus. Bester Hut. Jetzt muss ich aber deine Nippel zensieren. Let me see the fucking dirty horns! We'll be right back.
Wodka, jetzt wo wir weg sind. Ich habe noch gar kein Essen gefilmt. Dabei haben wir schon so viel gegessen. Hier gibt es tatsächlich Leber einfach. Und Papa sagt, die ist richtig gut. Die ist richtig lecker. Richtig lecker. Alkoholfrei. Ja, genau. Alkfreie Leber. Ich habe mir noch ein Stück Pizza geholt. Pizza. Es gab schon so viel Essen, ich habe nichts davon geholt. Schande über mich. So, ihr seht mich gar nicht mehr, ne? Naja, egal. So, Papa und ich, wir sitzen jetzt am Zelt. Manu ist schlafen, dem ging es nicht so gut. Und ja, wir machen uns jetzt noch einen gemütlichen Abend. Wir haben auf jeden Fall alles gesehen, was wir sehen wollten heute. Und jetzt kommt gerade... Naja, vorhin kam Airborne. Jetzt kommt gerade Arch Enemy. Und dann Firkin, aber das müssen wir alles jetzt auch nicht unbedingt sehen. Und ja, wir machen uns jetzt einfach mal einen gemütlichen Abend. Wir waren in den letzten zwei Abende bis spät vorn. Dann genießen wir jetzt einfach mal jetzt hier am Zelt die Zeit und die Ruhe. Und ja, morgen geht's dann sportlich weiter. Eigentlich ab 14 Uhr. Und dann sind nur knapp 2 Stunden Pause und dann auch bis 12:15 morgens. Ja, da legen wir dann nochmal los. Moin. Wir gehen jetzt das erste Mal aufs Infield. Das ist glaube ich 15:30 oder so. Und es ist einfach so warm, man kann einfach nichts machen. Das sind glaube ich 31 Grad sollen heute werden. Nein, die Papa hat dann vorhin gesagt, dass er noch geguckt hat, 31. Und man hält es halt wirklich nur aus, wenn man sich einmal das T-Shirt unter dem Wasserhahn komplett nass macht und dann quitschnass anzieht. Ansonsten geht's halt echt nicht. Schmidt!
sexy. Ich bin Vater des Wolfes. Ich bin Lutz oder Odin. Ich bin Vater des Bruders und werde Loki genannt. Stellvertretend für alle anderen, die da unten gerade noch arbeiten, für euch das Team des Rockarts Festivals. Macht mal ein bisschen Lärm! Dieses Jahr war ein sehr besonderes Jahr für uns, was wir so noch nie erlebt haben. Zum einen haben wir unser 30-jähriges Jubiläum, einen Grund zu feiern! Super aus und ich würde einen der vielen Fotografen bitten, ein sehr, sehr schönes Foto zu machen, was wir den Angehörigen der beiden dann übergeben können und das sieht, dass auch das Festival Anteil nimmt an dem, was passiert ist. Hey! 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 Hey!
Guten Abend, Rockhards! Wie geht's denn heute Abend? Geht's alles gut? Geht's super! Fuck yeah! Oh, this is fucking awesome! We're the fucking metal festival, right? And we're really happy to be here, because we want to have fucking fun with you guys tonight, right? Good. That must mean that you truly are the great heathen army! Thank you.
das wird zu früh. Und das war's mit dem Rockharz. Ich hab wie schnell das umgeht, ey. So, wir sind jetzt schön zu Hause angekommen. Manu geht jetzt erstmal duschen. Ich gehe danach auch gleich. War auf jeden Fall ein geiles Festival. Ja, wir hatten ja auch wieder das Glück, ein privates Dixie doch noch abbekommen zu haben. Finde ich ein bisschen schade, weil durch die ganzen privaten Dixies werden es halt immer weniger öffentliche so. Und, aber ja, privat ist schon ein Luxus, den kann man sich mal gönnen. Und ja. Wir gehen uns jetzt auf jeden Fall gleich noch was zu essen holen nach dem Duschen. Und dann kommen wir erstmal runter. Und genau, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr den Vlog fandet. Ob ihr schon mal beim Rockharz wart oder ob ihr es mal in Angriff nehmen wollt. Und ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und abonniert meinen Kanal. Genau, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bye, bye.